Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Wir brauchen Ressourcen. Das war das Thema noch in der letzten Folge. Wir brauchen Kohle und Wasser. Beides drückt so ein bisschen. Ich glaube, Wasser noch eher als Kohle. Wobei, ja, das ist relativ. So, und ich hatte ja in der letzten Folge schon schmerzlich feststellen müssen, dass es hier wohl in diesem Abschnitt diesbezüglich so gar nichts gibt. Moment, was ist das da unten? Ein Kohlevorkommen! Ich revidiere meine Aussage und behaupte das Gegenteil. So muss das sein, direkt vom Start weg findet man das, was man braucht in der Folge. Das ist schon mal cool. Und das war jetzt aber wirklich überraschend. So, die sind noch zu weit weg. Wir haben ein paar Leute mehr. Was gut ist. Ah, sehr cool. So. Nicht genug Flieger. 9 Leute sind jetzt unterwegs. Heißt, wir bauen jetzt die entsprechenden Ressourcen etwas schneller ab. Und dann kommt alles ein bisschen schneller dahin, wo wir die Dinge brauchen. 4 sind untätig, sagt er mir gerade. Ich warte mal, bis unser Flieger da sein Ziel erreicht hat. Hier schon mal ins Baumenü. Vielleicht brauche ich doch gar nicht zu warten. Ich sehe das gerade. Sehnsüchte. Klinik. Dann setzen wir doch hier direkt noch eine Klinik hin. Dann ist das jetzt symmetrisch. Und ein paar Leute mehr werden entsprechend versorgt und die Zufriedenheit steigt dann hoffentlich auch entsprechend. Immerhin haben wir jetzt 92 Leute hier schon rum existieren. Wie viel wir maximal braucht, das wurde letztens glaube ich auch nicht angezeigt. Also hier das eine Königreich dafür uns da jetzt da gewinnen konnten, da war irgendwie auch da die Zielvorgabe da nicht mehr zu sehen. So, wie sieht es mit der Kohle aus? Da unten schmilzt sie dahin, aber es ist immer noch reichlich vorhanden. Wir stocken unseren. Oh, plus 7. Oh, das geht aber jetzt. Jetzt geht's aber ab. Plus 47,2. Oh ja, sehr gut. Alles klar, das ist cool. Moment, nicht mal weiterfliegen. Wir haben alles, was wir brauchen. Mehr geht nicht. Das heißt, nächster Stopp ist irgendeine Oase. Wir brauchen Wasser. Wasser sehe ich jetzt hier aber wirklich nicht. Die Kohle habe ich irgendwie übersehen, aber mit dem Wasser, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Da gibt es überhaupt relativ wenig. Wenn ich das mal so behaupten darf. Also andere Ressourcen schon, also Eisen und Lehm und solche Geschichten, das ist vorhanden. Lehm, Moment mal, könnte ich bei der Gelegenheit, haben wir da noch die entsprechenden, wie viel Lehm habe ich? Lehmziegeln viel mehr, nicht mehr allzu viel, ne? Macht da mal, baut da mal, so, wir haben sowieso nur noch für 10 Einheiten genügend Reserven oder so. Das dürfte sich relativ schnell erledigt haben, da wir ja sowohl Holz als auch Eisen geliefert bekommen, frei Haus. Naja, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Wenn es noch so wenig sein sollte. So, da kommen unsere Kollegen schon angeflogen und packen ihre Fracht ab. Liefern ihre Fracht ab. Manchmal weiß ich. Ja, ich steck da auch nicht drin, mein Gott. So, wie sieht's aus? 94, 95. Geht da noch ein bisschen was? Damit wir hier unseren Nebenziegelbestand ein bisschen aufstocken können. Wäre da sehr. Und das war's dann auch schon wieder. Schade, Schokolade. Wasser. Wasser. Ich brauche Wasser. Wir sind hier knapp mit Wasser. Karte, du musst helfen. Da ist
nichts, was mit Wasser irgendwie in Verbindung zu bringen wäre. Hier ist nur ein weiteres Lehmvorkommen, was ja erstmal per se nicht schlecht ist. Aber ansonsten sehe ich hier nichts. Da ist Wasser. Da düsen wir jetzt hin. Da holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Wasser ab. Wir sind auf 59 runter. Das gibt es ja gar nicht. Ja, das ist heftig. Das dauert natürlich jetzt noch ein paar Stunden, bis wir hier auch in Bezug auf Nahrung so weit sind, dass wir, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also dass der Bedarf um 50% gesunken ist. Das war jetzt so die Geschichte. Cool, da hat sich schon ein bisschen was getan im Bereich Lehmziegel. Hier wird eifrig gebastelt. Und bastelt, hergestellt. Und ich sehe hier eine Ruine. So. Mann. Das ist cool. Das ist weniger cool. Auch hier, ne, das schrumpft im Galopp. Das schrumpft im Galopp. Solange das so ist, ist es schwierig, zu anderen Gebieten hinzufliegen, weil unsere Ressourcen schmilzen zusammen. Ne? Das ist schon mal amtlich. Da ist auch eine Ruine, da weiß ich jetzt nicht, ob wir die schon uns angeguckt haben. So, wie sieht's aus? Ich mach mal hier wieder den dreifachen Hulup. Und dann schaue ich mal, wie schnell sich da hier das mit dem Wasser erledigt. Gut. Unsere Vorräte erholen sich einigermaßen. Wir sind aber immer noch unter 100. Es ist plus 0,2. Meine Herren, das wäre sehr wenig. Achso, Entschuldigung, da bin ich bei der Nahrung. Ja, ich bin verkehrt. Da hingeguckt die ganze Zeit. Da ist das Wasser, Nandos, da ist es. So, Mann. 110 plus 16,8. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da unten schmilzt es zusammen. Oben erholt es sich so einigermaßen. 120, hört sich gut an. Ja, das Gute ist, wenn wir hier mal irgendwann auf 180 kommen sollten, ne, dann wird hier nicht mehr so viel produziert. Also ne, klar, die Sachen werden produziert, aber es wird dann nur quasi danach Bedarf dann an und oder abgebaut, je nachdem. Und dann kommen wir dann auch so ein bisschen ins Gleichgewicht, hoffe ich. Und wenn dann auch noch der Bedarf an sich etwas geringer ist, oder Oase, wir schicken erstmal einen Arbeiter zur Reliktruine. Wenn dann auch noch der Bedarf etwas geringer wird, dann ja, hoffe ich, dass wir da so ein bisschen Kontrolle drüber kriegen. So, kohletechnisch sieht noch einigermaßen aus. Wir haben einen... Oh. Ich mach mal hier Normalgeschwindigkeit. Arbeiter zur Ruine geschickt. Relikt gefunden. 4 Stück. Ja, besser als nichts. Wir haben jetzt 6 Relikte. Waren wir nicht schon bei 6? Anscheinend nicht. Ich habe was geträumt. Da waren, glaube ich, irgendwie 2 oder so gefunden. Irgendwann in der Größenordnung. Ich bin nicht so ganz sicher. Auf geht's zur nächsten Ruine. Auch da waren wir natürlich noch nicht. So, noch sind wir zu weit davon entfernt. Okay, wie sieht es überhaupt aus? Auftriebstechnisch, das ist ganz gut. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Wohntechnisch, ja, da könnten wir uns noch ein bisschen verbessern. Und alles andere natürlich auch hier, ne? Zufriedenheit, wir haben 20 jubelnde Leute. Im Bereich jetzt eine Gesundheit für 20 Einwohner durch nahe Gebäude. Ja, mit der Wegbeleuchtung, da muss ich aber auch noch ein bisschen ran. Das ist noch suboptimal.
alles unter 100% ist eigentlich nicht gut. Gerade mal so weit wie es geht. Wo ist es denn? Oh, da ist es ziemlich duster hier, ne? Könnte hier vielleicht so eine Laterne anbringen. Warte mal, ich halte den Vogel mal eben an. Einmal abreißen. Einmal. Moment, das ist eine wichtige Stelle. Das sieht so komisch aus. Indeed. Hä? Wieso kommt da so ein Versatz? Wie kann denn sowas sein? Ist aber auch. Okay. Aber liegt wahrscheinlich an den Abmessungen der Gebäude und so. Und so weit. Solange das einheitlich ist, ist mir das wurscht. Ist mir das Schnurz. Sehnsüchte. War das hier mit so. Moment mal. Achso, das haben wir noch gar nicht. War da noch sowas anderes? Das muss ich noch erfinden. Hier Laterne, da Laterne. So. Weiter geht's. Dann kommt da auch ein bisschen Licht an. Ich hoffe, das bringt etwas. Habe ich hier schon. Lichte schon gefunden. 15 haben wir jetzt. Oh, das hat sich ja jetzt mal direkt gelohnt. Cool. Okay. Hier haben wir noch Zoos. Hallo, ich klicke hier mit der rechten Maustaste, es tut sich nichts. Apropos klicken, rechte Maustaste, Karte. Jo, gut. Alles klar. Ich schau mal, ob hier noch irgendetwas ist, was wir mitnehmen können sollten. Da ist noch ein Kohlevorkommen. Was gut ist. Wasser sehe ich hier in dem Bereich jetzt aber tatsächlich nicht. Da hinten ist Wasser, aber da müssten wir zu weit wieder rumfliegen. Wir müssen irgendwo dahin. Ne? Moment mal eben. Weißt du was? Hallo? Auf geht's. Ich meine mich entsinnen zu können. Da vorne schon wieder Wasser, sehe ich gerade. Hier in dem Bereich ist es irgendwie besser mit der Versorgung. Ich gucke nur ganz schnell auf die Karte nach. Also ihr seht das auch hier, der Kringel ist hier drum. Und wir haben hier immer noch die Philosophen an Bord, die irgendwo hin wollen. Teile das Wissen. Genau. Ein von dreien haben wir da versorgt. Wir müssen das Wissen von Yuka mit allen anderen Königreichen der Hochlande teilen. Und da wäre das jetzt so, wenn ich das richtig interpretiere, unser nächstes Ziel. Und da habe ich noch gar nicht, aber bis auf das eine habe ich da noch gar nichts weiter entdeckt. Ich hoffe, das kommt noch. So, wir sind auf dem Wege. Und da wäre Wasser. Wie sieht es mit unserem Wasser aus? So, ich wollte ja erstmal hier hin. Genau. Wir schicken erstmal den Arbeiter zu der Ruine. Das war ja das Ziel. Meine Träume, das Ziel meiner Träume. Oh, eine Ruine mit Relikten. Wir dringend brauchen, um Technologien erwerben zu können. Unser Arbeiter stürzt sich todesmutig nach unten. 5 Relikte gefunden. Sehr, sehr gut. Bin sehr happy. Müssten das dann nicht hier dann jetzt hier 20 sein? Achso, der ist noch nicht zurück. Der ist noch nicht zurück. Ja, dann geht's mal los da. 10.000 Jahre warten. Alles klar, wunderbar. Dann, also, einmal Wasser auftanken, so weit wie möglich. Und irgendwo da hinten ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Oder müssen wir hin. Je nachdem.
Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Also mein Tag war in Ordnung. Ich war von aus. Also jetzt der Tag, wo ich jetzt aufnehme, auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, das dauert natürlich jetzt so ungefähr 2 Wochen oder circa, zwei Wochen, bis diese Folge veröffentlicht wird. Und ich hoffe, dass es in 2 Wochen mir auch gut geht. An diesem Tag, wo diese Folge hier veröffentlicht wird. Aber ich gehe mal davon aus. So, Kohle wird auch schon wieder knapp. Meine Herren. Das Leben, klar. So. Ja, auf den ersten Blick sehe ich hier nichts, was nach Kohle aussieht, aber das muss nichts heißen. Das haben wir ja kennengelernt von mir, dass ich dann Dinge schon mal gerne übersehe oder nicht als Kohle so im ersten Augenblick erkenne. Wasser, 139. Oh, geht. Plus 15,5. Geht auch. 76 verbleibend. Noch. Ja, meine Leute stürzen sich da gerade runter. Nahrungstechnisch sind wir jetzt bei 101. Läuft. Langsam aber sicher. So. Dann mal ran da. Achso. Ich habe den dreifachen Hulup vergessen. Entschuldigung. Wundere mich, warum das hier nicht vorangeht. 36, 52. Moment. Da gucken, hier gucken. Überall gucken. 55, hört sich gut an. 49 verbleibend. Kohletechnisch. Ja, 84 besser. Geht noch. 28 verbleibend. Wo sind wir jetzt mit dem Wasser? Gerade wieder ein bisschen runtergegangen. Nochmal. Ah, 59, 62, 65, 67. Ah, 70, sehr gut. Komm, hier. Wir machen uns auf den Weg. Damit sollten wir erstmal wieder zur Rande kommen. Ich glaube, ich muss da lang, wenn ich nicht ganz falsch liege. Karte, jo, Karte sagt auch, ich bin auf dem richtigen Weg. Das finde ich nett von Karte, dass sie da, dass sie da auch meiner Ansicht ist, ne, dass wir hier richtig sind und so. Ich mag Karte. Karte ist sehr hilfreich. Nur Informationsinhalt von Karte könnte manchmal ein bisschen besser sein. Habe ich auch schon mal bemängelt. So. Die ist immer noch so weit weg. Warum bleibst du stehen? Hallo? Bitte flieg weiter. Wir werden hier erwartet und so. So, die Gießerei, da sind wir wieder. Man sieht sich doch häufiger als gedacht. Das kennen wir. Ein jukarischen Philosophen hinabsteigen lassen. Wie auch immer. So, okay, wir können nach Hause zurück. Ein weiterer Teil. Nee, ich will nicht. Okay, nein, wollen wir nicht. Einen weiteren Teil. Achso, erledigt. Huch. Dann nehmen wir noch auf dreifache Geschwindigkeit. Das muss ja auch nicht sein. Mach sie negativ bei den Ressourcen bemerkbar. Apropos, wie sieht es hier mit Kohle aus? Das sieht nach Lehm aus. Das ist auch Lehm. Kohle. Wo ist hier Kohle? Das ist Quarz, das ist keine Kohle. Nicht tönen noch großartig rum. Wir werden auf dem Weg zu hierhin mit Sicherheit entsprechende Ressourcen vorfinden. Die mögen hier mal gewesen sein, aber wahrscheinlich haben wir die alle abgegrast. Ich sehe Eisen. Aber ich sehe keine Kohle. Ah, das war die Geschichte mit der goldenen Kugel. Was ist da hinten? Eine kleine Siedlung? Nein, ich will keine Leute im Augenblick. Mich dürstet es nach anderen Dingen. Da unten ist Nahrung.
brauchen wir nicht mehr. Zumindest so im Moment nicht. Ich meine, ich könnte ein bisschen aufstocken, aber warum sollte ich jetzt dafür Zeit opfern? Wir brauchen andere Sachen. Das sah nur so aus, als wenn es was gewesen wäre. Mist. Noch eine Siedlung. Hallo. Das ist leider nur Holz. Ist hier keine Kohle? Das ist unglaublich. Unser Vorrat schmilzt dahin. Also. Jetzt nicht so, dass ich sage irgendwie, oh, alles easy peasy. Wir kommen ja locker um die Runden mit Nichten und Neffen. Mit Nichten und Neffen tun wir das. Oh. Unser Flieger meint hier irgendwie pausieren zu dürfen. Da ist aber falsche Ansicht. Achso. Ich gucke mal gerade auf der Karte nach. Was wäre denn unser nächstes Ziel? Dann sollte ich vielleicht in diese Richtung fliegen. Meint ihr nicht auch? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Immer Ruhe. Ich bin jetzt so auf die Ressourcensuche fixiert gewesen, dass ich jetzt nicht auf die Idee gekommen bin, zu schauen, wo wir denn jetzt nach lang müssen. Und könnte ja auch sein, dass wir dann auf dem Weg zurück entsprechende Ressourcen finden. Wobei, das hatte ich ja hier schon auch gehofft. Mit unserem letzten Auftrag, den wir da gerade abgeschlossen haben. Gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. Wir werden erleben, was da passieren wird. Auf jeden Fall. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Hilft mir sehr. Brauche ich sehr. Auch vielen lieben Dank für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Und genießt den Tag. Vor allen Dingen nutzt die Zeit. Macht's gut.